Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US und heute holen wir nach fast 3 Monaten den Roadster wieder ab. Der hat nämlich eine komplette PEM Power Electronic Module Overhaul bekommen oder Aufrüstung bekommen und ihr seid dabei. Und zwar wird das eine komplette Serie von Updates und wir haben Filmaufnahmen, wie das vonstatten ging. Sehr interessant und ihr seid dabei. Senior und den Herrn Gruber Senior sehen wir jetzt gerade. Und zwar erklärt er ganz kurz, dass von diesen Fahrzeugen, den Tesla Roadsters, ca. 2400 hergestellt worden sind. Und er hat sich darauf spezialisiert oder seine Firma, diese PEMs, auch genannt Power Electronic Modules, zu general überholen. Und zwar macht er das mit seiner Firma schon sehr lange für Backup-Systeme, Power-Backup-Systeme für Krankenhäuser und EDV-Anlagen. Und hier erklärt er, das Herz des Fahrzeugs ist diese Power Electronic Module und dahinter ist die Batterie, 6381 Batterien hinten drin und hier das Power Electronic Module. Und da gibt es Teile, die sich verbrauchen und die sich abnutzen. Und diese Abnutzteile, die wartet er in seinem Bereich und er hat sich bei Tesla Roadster darauf spezialisiert, dass diese Roadsters nach einer bestimmten Zeit gewartet werden müssen und damit die Fahrzeuge wieder in den Umlauf kommen. Und jetzt bringen wir alle Teile davon. Viel Spaß beim Schauen. Und hier kommt Teil 4.
Thank you.
Dum, dum, dum.